Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Commentary von League of Legends, also dem neuen League of Legends Format, was ich jetzt angefangen habe. Man sieht schon, ich habe da einen neuen ADC, den noch keiner von euch kennt. Wer hätte es gedacht? Und zwar spielen wir den Ezreal. Den habe ich mir in dem Moment gekauft und da ich den Ezreal Charmeur Skin so geil finde, habe ich mir natürlich gleich den Charmeur Skin dazu gekauft. Da war mir das Geld das dann doch ein bisschen wert. Wir spielen gegen den Clan. Hat er sich mal. Wir spielen gegen den Clan. Ausgegönnt. Gegen den Clan. GLG 200. Ja, ne? Das bin ich, der Ezreal. Ich finde, der sieht in den Gänzen ziemlich cool aus. Man muss aber auch sagen, und die Leute werden jetzt langsam denken, okay, der spielt ein bisschen squishy, der Typ. Das war ebenfalls das erste Mal, dass ich Ezreal gepickt habe. Also es war wirklich ein vollkommen random Game. Ich wollte in dem Game auf die Mitte gehen, weil ich gesehen habe, okay, ist die Katharina, machst du? Ja, und da habe ich einfach mal den Ezreal gepickt. Und habe dann in-game gesagt, Leute, das ist das erste Mal mit Ezreal. Das war natürlich ein bisschen squishy. Ich hatte ihn früher schon ein paar Mal gespielt. Aber da war ich noch unranked. Das heißt, da wusste ich natürlich gar nichts davon. Ich habe auch in-game dann überlegt, welche Items ich kaufe. Aber es hat alles hingehauen. Ich war... das ist bei mir. Warum rennst du da rein? Warum rennst du da rein? Da frage ich mich, warum rennst du da rein, wenn du schon siehst, dass der Trash hochkommt? Ich denke mal, das war in dem Moment irgendwie einfach nur nicht auf den Bildschirm geguckt oder so. Die gehen back. Keine Ahnung warum. Das wäre vielleicht der ideale Invade-Moment gewesen. Kälte runtergeprügelt, natürlich kein AD-Carry mehr. Wäre der ideale Moment zum Invaden gewesen? Naja. Man muss es erstmal jetzt hier sortieren. Lol, ist schon sortiert. Jungler gegeneinander. Hier. Ach, tut sich das eventuell? Nee, das ist anders sortiert diesmal. Ich pack mal noch die Supporter und ADC untereinander. Das ist einfach besser. Mit welchem Item wird begonnen? Oh, da kommt der Red Buff. Mit welchem Item wird begonnen? Also, Ezreal und Katharina. Katharina startet mit Schuhen. Bei Katharina kann man es machen, meiner Meinung nach ist bei Katharina, aber... Ne, warte mal, ich spiele Katharina auch mit Schuhen. Okay, gut, vergesst es. Da habe ich nichts gesagt. Man kann Katharina aber auch mit dem dicken Wälzer spielen. Da braucht man natürlich auch den Büroskin dann für sie, ne? Der auch bestimmt existiert. Das wär's doch mal, eine Katharina-Bürofrau. Den Skin könnten sie ruhig einführen. Katharina ist Bürofrau. Ah, der... Hook hat gesessen, aber das andere, wie auch immer man das nennt, wie nennt man das denn, wenn der Trash den Hook setzt, hinter ihm springt und dann wegstößt? Du spielst auch Trash, da oder? Da fragst du mich jetzt, was du... Nee, Trash spiele ich nicht. Wer aber ein Gem, den ich mir auf jeden Fall mal leisten werde, Trash ist ein Fußball. Aber man sieht's hier, und da geht die... da habe ich einen Zwischen, total verkackt. Und da kommt der Gegner schon lange, da kommt MC Dragon, also der Flo. Und kriegt er ihn noch? Kriegt er ihn noch? Nee, er kommt, geht weg. Aber der kommt zurück. Das hat er nämlich gepinkt in dem Moment. Das sollte jetzt gleich nochmal spannend werden. Man sieht jetzt, er kommt zurück. Dragon sieht das natürlich. Oh, okay, das ist der Lesin. Das ist der Dings, der ist zurück. Macht schnell die Dings hier. Ah, er kommt auf ihn zu, alles klar. Und da trifft die Q, da trifft die Q, und jawoll, da kommt der, das war natürlich mega dumm jetzt von ihm. Und erstes Blut für unseren Jungler. Red Buff weg, Blue Buff weg, Kill geholt, ist natürlich das Bitterste, was einem passieren kann. Da haben wir sie noch gepinkt, okay, Katharina kommt. Er geht auf die Katharina drauf, Katharina entkommt leider, da habe ich ein bisschen zu spät reagiert, aber Flash ist raus. Gott sei Dank, alles ausgeglichen gerade. Das sind übrigens die anderen beiden, mal ganz kurz zu sehen. Der Dancer ist auf jeden Fall noch im richtigen Team mit vertreten. Das ist einer der beiden Brüder, die ich gesagt habe. Und hier oben ist der Ice85. Man sieht hier zum Beispiel nicht den Olli, unseren typischen Midlaner. Deswegen bin ich auf der Mitte. Und der Flo wird wahrscheinlich auf die Toplane gehen. Ich werde in den Jungle switchen. Als Switch hier rein, er da rein. Der Toplaner wird Supporter und unsere Midlane ist momentan nicht online in dem Game gewesen. So wäre dann die Aufstellung höchstwahrscheinlich. Ja, und Toplane sieht ganz gut aus. Der Wukong bekommt hier nicht viel. Da kommt er da sitzt zum Gank und trifft die Kuh. Ja, er wartet und er... Nee,
Nee, okay. Ich hätte jetzt an deiner Stelle die Kuh geholt. Das war jetzt nicht so intelligent. Asti E und dann die Kuh zu setzen. Ich hätte Asti Kuh gesetzt, aber macht nichts. Wukong muss weggehen auf jeden Fall und Malphite kann free farmen. 1-0 wieder für uns, 500 Unterschied nach 5 Minuten. Da ist der Vision Warp von Nami zerstört, sehr gut gesehen. Und auf der Midlane, ja, Katharina dived immer und ich spiele meistens meinen Zielschutz. Und da kommt, oh, da kommt der Sinn, da kommt der Sinn. Und leider, da hätte ich hinterher flashen können, hab's aber verpasst. War in dem Sinne vielleicht ganz gut, weil es ist ja nämlich der Master Yi geholt. Ja, ich bin da am Farmen, Katharina muss jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, weggehen. Und da ist der Master Yi, oh, oh, oh. Hat er die Kuh noch? Hat er die Kuh jetzt noch? Nein, leider hat er die Kuh nicht mehr. Master Yi natürlich vollkommen rausgenommen. Le Sin fängt gleich an, den Gegner-Jungle komplett zu machen, weil Master Yi gar nicht mehr in den Jungle zurück kann, ohne gekillt zu werden. Wurden aber auch keine Wards gesetzt. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst bei sowas. Keine Wards an den Jungle reinhauen. Weil du weißt natürlich nicht, ist der Gegner gerade noch in meinem Jungle? Wartet der noch auf mich? Macht er gerade vielleicht meine Wölfe, wie es da der Fall ist? Und dann gleich... Also Le Sin nimmt hier komplett den ganzen Jungle weg. Master Yi hat gar keine Chance mehr, irgendwie seine Lantern zu stacken. Was bei Master Yi natürlich der größte Fehler ist, der passieren kann, somit. Er kauft sich auch Warps, sehe ich gerade, setzt sie aber nicht. Er hat zwei Warps dabei. Ah, ja, sieht man gerade, ich habe ein bisschen Leben verloren. Wie bitte? Das macht er standardmäßig immer so. Nein, er hat sich auch schon den Pink Warp gekauft und einen extra Warp. Hat sie aber nicht gesetzt. Er hat also momentan drei Warps. Das meine ich ja. So macht man das. Man kauft sich die Sachen, aber nicht einsetzen. Ach so, man das kann sie ja später noch gebrauchen. Man sieht jetzt, ich habe meine Ulti. Ich bin so ein S3, der verballert seine Ulti gern für alles Mögliche, zum Beispiel für Farm. Das sieht man auch bei Lucian ziemlich oft bei mir, dass ich meine Ulti fürs Farmen nehme. Da ich meine Champions wirklich... Oh, ja, das ist immer gekannt, das ist gut. Wenn dann der Lucian ankommt und du, eine Wave, du, nächste Wave. Und dann kann ganz schnell mal passieren, dass ich mit Lucian 100 Farmen vor meinem Gegner bin. Das ist auch, wenn man bei Frank Supporter ist und der hat Lucian drinne, nimm dir irgendwas mit, dass du ganz viel Mana geben kannst, weil das alle zwei Sekunden, ah, ich brauche Mana, ich brauche Mana, ich brauche Mana. Nee, 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 das hat ja, das war ja damals so, ich weiß nicht, kennst du mein neues ADC-Bild? Weil das ist momentan nicht mehr nötig. Ich bin jetzt jemand, der spielt absolut wirklich ungern mit der Meta. Ich spiele absolut gar keine Meta-Richtlinien, weil mir das viel zu langweilig ist. Und darum habe ich mir dann eigentlich eine Solution ausgedacht, und das geht folgendermaßen. Ich kaufe mir die Abklingzeitschuhe, hab dementsprechend dann natürlich meine Spells ohne Unterbrechung, kauf mir danach noch, kauf mir noch Yoshus Klinge. Also mein First-Item mit Duschen ist erstmal der Seelenräuber, muss man sagen, weil der Seelenräuber einfach für jeden Auto-Attack, den ich mache, mir 2-8% meines Manas zurückgibt. Das heißt, sobald ich diesen Seelenräuber habe, habe ich nie wieder Mana verloren. Ich brauche keinen Mana-Buff, ich kann auf der Lane bleiben wie bekloppt, weil das Item mir gleichzeitig auch noch Lebensraub gibt. Das heißt, ich kann mein Mana, was ich sowieso unendlich viel habe, dazu nutzen, um mir Leben zuzugeben. Was mir natürlich mein extrem Lane-Vorteil verschafft. Dann natürlich die Abklingzeitschuhe, dann Yoshumus Geisterklinge für Attack Speed, für Crit-Chancen und für Laufspeed. Und nochmal für Abklingzeit und für Rüstung durchführen. Das alles gibt Yoshumus Geisterklinge. Ist auch sehr gerne bei allen möglichen ADCs momentan vergriffen. Ihr werdet das am Ende dieses Games noch sehen, dass ich und die Vayne, weil wir haben ja Doppel-ADC gepickt, wir werfen beide mit Yoshumus Geisterklinge gleichzeitig durch die Gegend laufen, weil das ein mega geiler Vorteil ist. Wenn dann zwei ADCs auf einmal mit doppeltem Laufspeed auf dich zukommen, dann hast du ein Problem. Also ganz ehrlich, dann hast du ein Problem. Und da kommt und da hat er gesmited und kriegt dann in den Sinn. Und da stirbt der Master Yi und auch die Toplane stirbt. Doppelkill, sehr gut. Also natürlich nicht von einem, aber zwei Kills. 3-0, 1k Unterschied. Sieht wieder gut aus für uns. 10 Minuten rum. Gucken wir uns mal die Farms an. Midlane dominiere ich momentan farmtechnisch und auch pushmäßig. Ist natürlich scheiße mit der Katharina gegen den Nahkampf. Und ich kann natürlich, wenn sie ihre Ulti setzt, das werdet ihr sicher noch öfters im Game sehen, auch einfach wegjumpen. Vielleicht passiert jetzt. Moment. Ich hab's jetzt, glaube ich, drauf angelegt in dem Moment, dass sie ihre Ulti schon ist. Hat's aber nicht gemacht. Auf der Botlane dominiert die Vayne natürlich. Oh, die Vayne dominiert hart auf der Botlane. 20 Kills mehr. Könnte ein Problem werden, aber momentan spielen alle safe. Und soweit ich sehe, hat die Vayne auch schon ihren Trank verballert, was unser ADC nicht hat. Bei Supportern gibt es keine großen Unterschiede momentan. Oh, und da kommt der Gank! Oh!
Und da stirbt MC... Na! Da stirbt MC Blank. Ich habe mir die Dings noch kurz geholt und dann jump ich weg. Hab mir gedacht, okay, gut. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass mich der Wukong eventuell jetzt noch stunt oder so. Da habe ich lieber einen Flash geused und bin raus aus der Situation. Ob es das Sinn wird, der Wahrnehmung, weiß ich nicht, kann ich sagen. Und super gedodged. Supporter erwischt. Jetzt ist der Moment für den Supporter weg zu rennen. Aber schafft er nicht mehr. Oh. Doch! 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 What the fuck? Er schafft es noch, sie schafft es noch. Und das wäre jetzt die perfekte Zeit für Caitlyn Ulti. Leider, man sieht es, Caitlyn kein Mana. Sonst wäre das jetzt ein sicherer Kill gewesen. Schade, schade, schade. Aber kann man jetzt nichts machen. Toplane, man schaut mal auf die Toplane. Toplane wird dominiert auf jeden Fall von Malphite. Ist natürlich scheiße gegen den Tank zu spielen, ne? Auf der Toplane, der auch noch. Malphite müsste jetzt mittlerweile, wir gucken uns den mal kurz an. Kann man sich den nicht angucken irgendwie? Malphite? Ah, hier unten. Ja, 135 Rüstung ist schon einiges, ne? Das gegen den Wukong, da bist du natürlich am Arsch. Was kauft sich Wukong? Wukong kauft sich Brutalizer. Rüstungsdurchdringung ist vielleicht das intelligenteste in dem Moment. Hat aber auch mit einem Tank-Item geschadet, war also von Anfang an auch ein Tank. Ist natürlich, oh, da kommt die Katharina hoch! Dive den Malphite, bringt die aber nicht viel, was will sie gegen den Malphite diven? Das ist Schwachsinn. Diven ist doch Tower-Diven. Gehirn benutzen beim Reden. Katharina bleibt, denkt wirklich, sie kann was gegen den Malphite ausrichten. Wenn er jetzt Ulti bekommt, sind die beiden tot. Oh, Masse Yi, rein in den Top. Schafft es aber nicht, Masse Yi dived! Das war jetzt wirklich diven. Hat auch beide Buffs. Masse Yi hat beide Buffs. Hat einen Kill. Okay. Midlane wird natürlich jetzt von uns gerade, von mir gerade gepusht. Der Sinn geht hoch und hilft. Sind natürlich zwei easy Kills. Wenn die auf der Lane bleiben, haben sie verkackt, weil das wird nichts. Die gegen Malphite können sie nicht gewinnen. Auch zu zweit haben sie da schlecht Chancen. Und Wukong kommt, kriegt einen Tower Shot ab. Ziemlich dumm von ihm. Und der Sinn lässt sich Zeit. Hat, glaube ich, gerade noch einen Blue Buff gemacht. Kann man ihm nicht verübeln. Malphite hält das sehr gut aus. Und da kommt der Sinn. Und da setzt die Kuh. Nicht. Schade. Oh. Jawohl. Und die Ulti. Und da kommt die Katharina. Und das sind jetzt noch hinter sie gelangt. Jetzt ein Flash. Jetzt ein Flash und ein sicherer Kill. Oder so. Ich würde jetzt reinspringen. Wenn er Ulti hat, würde ich jetzt da reinspringen. Das ist auf jeden Fall ein sicherer Kill. Bei dem man auch wegkommt. Master Yi ist gerade unten auf der Midlane zu sehen. Das heißt, da wäre nichts passiert. Hat gegen mich aber auch keine Chance natürlich, ist nicht gefeedet, kriegt nicht mal seine Kuh hin, da ich immer einen guten Abstand eingehalten habe zu ihm. Ist natürlich Schwachsinn gerade. Da hat er eine Kuh hingekriegt, glaube ich, da war er gerade weg vom Bildschirm. Das kann man nochmal kurz anschauen hier. Da sieht ihr, ich dodge ihn eigentlich permanent, hat keine Chance. Selbst wenn er eine Kuh trifft, habe ich ja einen gewissen Lebensraum, glaube ich. Und, da kommt noch was, da kommt noch links, wir sind, und tot. Da dachte ich mir noch, okay, vielleicht lässt er mir einen Kill, hat er aber nicht gemacht. Im Moment war aber auch egal. Ziemlich stabiles Score von 1-0 mit Ezreal. Midlane natürlich komplett rausgenommen erstmal. Genauso wie Jungle ist rausgenommen einfach, kann man ja anders sagen. Und Toplane ebenfalls. Also nur die Botlane ist momentan ein bisschen am Stress machen. Wir Midlane, fertig. Hinter machst du hierher gejumpt. Das wollte ich nicht. Da hat er geflasht, das hat man jetzt gar nicht gesehen, weil er weg ist. Da hat er wirklich durch die Wand durchgeflasht, ziemlich sinnlos von ihm. Hätte er, gut, ich weiß nicht, ob er Ulti gehabt hat, aber hätte er gehabt, dann wäre er easy weggekommen. Na gut. Botlane am Dominieren und jetzt sieht man uns jetzt alle fünf runter. Alle fünf gleichzeitig runter. Und das werden Kills, meine Freunde. Da kommt Malphite, flasht rein. Da kommt die Nami Ulti, trifft die. Und da, ja. Und der ADC stirbt und da kommt Thresh. Thresh haben wir leider nur übergelegt. Doch. Dive und tot. Da hat er Supporter von uns bekommen, aber war in dem Moment egal. Und da Katharina drin. Katharina, Wukong. Reingerannt. Hochgeschmissen. Da kann er sich nicht machen. Wir sind zu spät reingegangen. Leider gestorben. Nee, doch, leider gestorben. Die den Wukong hinterher. Ach, die Nami ist in dem Wukong. Das habe ich nämlich gar nicht beachtet gerade. Der Sinn müsste jetzt reagieren. Der Sinn kommt. Und die Kuh und tot. Und Katharina noch nicht gestorben. Katharina ist davon gekommen. Aber der Master Yi könnte Probleme kriegen. Wenn sie hätten jetzt die Ulti trifft, dann war's das für ihn. Leider nicht. Schade. So, ich wieder schweiße ich am Farmen. Immer weiter versuchen, den Farm aufzuholen.
Da, das könnte kritisch werden, das könnte kritisch werden. Er sieht den noch für ihn nicht. Und ja, super. Geflasht, da noch das. Und da habe ich, ihn. Nein. Jetzt habe ich ihn. Super. Trash versucht gleich seinen Crap, wird man sehen. Nee, macht er nicht. Hat mich gewundert, eigentlich wäre das die ideale Position gewesen, um einen zu crappen. Da war ich auch so vorbereitet in dem Moment. Da habe ich gesagt, okay, Vorsicht, da kommt Katarina, hat keiner reagiert drauf und da war es natürlich dann. Das war nicht so gut. Und sie kriegt nicht meine, Katarina. Das war in dem Moment das Schlechteste an der ganzen Sache. Wir waren zu dritt, sie hat nicht mal mehr die Katarina gekriegt. War in dem Moment ein schlechter Rückzug von uns, konnte man aber nicht mehr machen. Als Katarina da war, war es schon zu spät. Melfeld hier weiter am Pushen, eine Stunde lang, dass der Wukong da ist. Ja, Wukong setzt ein Auto-Attack. Ist aber an sich auch egal. Juckt den Malfall wenig. Und man sieht auch, unsere Wards in diesem Game sind wesentlich aggressiver und besser gesetzt. Der Gegner-Jungle ist komplett gewordet. Beim Drake steht ein Vision Ward. Unser Jungle ist natürlich ein wenig nicht gewordet, aber durch die Wards. Oh. Das sind die Gegner-Wards. Jetzt immer gerade blau, das habe ich jetzt verpasst. Gut, dann vernehme ich das zurück. Wir sind wieder so schlecht geworden. Nami wurde aber gerade ebenfalls erwischt. Da frage ich mich aber in dem Moment, warte mal, das will ich mir nochmal anschauen, bitte. In dem Moment, wo sie diesen Wort setzt, warum macht sie diesen Wort nicht kaputt? Ich verstehe es nicht. Sie setzt einen Pink Wort in einem Pink Wort und macht den Pink Wort dabei nicht kaputt. Was an sich Schwachsinn ist, weil der Gegner dadurch unseren Pink Wort sieht und damit zerstören kann. Für mich so eine Sache, naja, da ist das, und wenn er jetzt Ulti hat, dann war es das für den Wukong, aber auch so könnte es das für ihn gewesen sein. Nein, da kommt die Katarina. Katarina. Und da kommt die Ulti und Wukong ist tot. Katarina. Und das ist auch der Tod für Melfeld, würde ich sagen. Ja. Da hat sie keine Chance, Ist aber auch verständlich, kann man nicht sagen. Und da sind beide Ultis nach hinten losgegangen in dem Moment. Diven hatte ich mich jetzt nicht getraut wegen dem Drash-Hook, das hätte mir easy das Leben kosten können. Darum dachte ich mir, na gut, okay, das muss jetzt nicht sein. Man kann sich den Drash-Hook kurz anschauen. Da hatte ich einen Heiltränge geschubst. Ich hatte natürlich ein bisschen Respekt vor der Vayne, die, sollte man nicht unterschätzen, weder als AP noch als ADC. Ich muss übrigens sagen, ich weiß nicht, ob dieses Game positiv oder negativ für uns ausgegangen ist. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Ist übrigens auch ein Ranked Game gewesen, eines der ersten mit. MC Dragon hat gerade die Nutte geschlachtet. Der heißt übrigens wirklich Nutte, da kann ich nichts dafür. Und da ist die Vayne. Es will kommen. Ich sehe natürlich die Vayne. Fokus die Vayne. Erster Kill. Wenn ich jetzt ulti hätte, wäre es das. Da kommt die. APC. Da kommt die Vayne, da kommt der Drash, die Vayne, ich sehe die beiden natürlich. Und gewartet. Oh, stimmt, da habe ich die mal hingekriegt. Das wird